Igitt, nein. I baden. Randale, yippie! Benimm dich, Harvey. Das hier sind unsere Sachen, nicht die von Dr. Marcel. Oh, ich habe eine Zange. Vielleicht kann ich die ja nutzen. Nein. Aber für was soll ich die Zange nutzen? Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Ich könnte irgendwas mit der Zange rausholen, aber woher denn? Da muss... Nein. Zu. Klopf, klopf. Glaubst du etwa, ich falle darauf herein, Edna? Nimm die Tür. Nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Diese Tür... Arbeitszimmer, guck ich jetzt an. Es muss auch hier irgendwas geben. Das ist Mattes Bett. Ist irgendwas in diesem Bett? Das ist Matt. Das ist Matt. Als ich noch ganz klein war, bin ich immer hierher gelaufen, wenn ich nachts Angst hatte. Hey, das ist ja ein Bild von mir. Ich habe es meinem Vater geschenkt und es sollte auch bei ihm bleiben. War dir nicht immer viel? War dir nicht... Ist in dem Tisch vielleicht was von... Meine Hausaufgaben sind so gut wie fertig. Ach ja, der Schlüssel steckt ja im Schloss drin. Habe ich ganz vergessen. Da steckt nichts drin, was ich damit rausholen könnte. Doch, der Schlüssel. Mattis, der ist so staub. Was ist mit der Feder? Ich hab... Der alte... Ich erinnere es. Ich kann die Terrasse sehen. Nein, ich kann sie erahnen. Ich kann natürlich noch mal nicht in die Küche. Doch in die Küche. Wer hat die? Eine, sie ist das. Wenn man bei Pilzen von. Oh. Okay, Edna. Sensor. Kann ich irgendwas hier nehmen? Meine Lie oder ist er? Die waren schon vor 10 Jahren nutzlos. Ich habe bis hierhin keine Tragehilfe gebraucht, dann werde ich auf den letzten paar Metern auch keine brauchen. Die waren schon vor 10 Jahren nutzlos. Da ist Kriechöl. War das schon letztes Mal da? Das war schon vor... Scheinbar ja. Ich glaube... Kann ich die Zange nutzen für das Feuerholz? Meine Sachen, die müssen noch... Der Uhr... Vielleicht kann ich ja was anzünden. Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Was hat es mir gebracht, dass ich den jetzt angezündet habe? Autsch! Der Ofen ist... Wie, der Ofen ist leer. Autsch! Was hat es mir jetzt denn gebracht, dass ich es gemacht habe? Ich kann scheinbar nicht die Feder nehmen. Ich kann zwar nochmal versuchen, aber was ich jetzt erstmal versuchen will, ist, ob ich jetzt... Gute Idee! Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Ach so, ich muss den Schlüssel wieder zusammenbauen. Warum konnte ich den Schlüssel nicht von der anderen Seite holen?
Wieso würde das nichts bringen? Wie ging das noch gleich richtig? Ja, du brauchst den Topf. Nein. Aber sie sagt, nein, das würde nichts bringen. Ach so. Okay. Ich muss den Generalschlüssel schmelzen. So leid es mir tut. Das Gold ist fertig. Aber ich habe nichts zum Ab... Obwohl, doch, ich habe die Badewanne. Tündüdüdüdüdüm. Das klappt so nicht. Wie, das klappt so nicht. Nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Kinder, noch nicht. Morgen. Wir unterbrechen dieses Wortspiel für eine wichtige Mitteilung. Der Spieler mit der IP-Adresse 192.543.323.121 hat seinen Browser im absoluten Halteverbot geparkt. Bitte rebooten Sie unverzüglich Ihr System und stellen Sie sich gut sichtbar auf Ihrem Balkon. Vielen Dank. Okay, das wusste ich gar nicht mehr. Oh lol. Aber ich habe keine Form des Schlüssels. Ich kann ja schlecht den So rein. kann ich den. Ja, eben, so kann ich ihn nicht reparieren. Und woher kriege ich jetzt eine Form? Ich bräuchte wieder Lehm. Die Pflanze, vielleicht. Ich kann die. Ist das. Ich hab's da irgendwo Leben draußen vielleicht? Hier gab's auf jeden Fall nichts, womit ich eine Form machen könnte. Hier gibt's ein Fass. Diese Regen. Ich glaube, diese Tonne. Und wo finde ich Lehm? Oder sonst irgendwas anderes, um diese Form zu bilden? Darin haben. Die sind nur für Leute. Nein, ich habe kein Teamspeak. Das gehört. Es war das. Ein Kessel. Mein Lieblingsspiel. Ja, zu Recht. Was ist halt dann kommt Rasenmäher? Vielleicht. Weißt du noch, er wird niemand. Ja. Hier sind Scherben. Er hat angefangen. Ich kann die Scherben nehmen. So ist er vielleicht. Ah, ich habe, glaube ich, was gefunden. Aber ja, das mit der Vase wäre im Prinzip viel einfacher eigentlich gewesen. Daraus könnte man vielleicht wieder was brennen. Ach So, so. aber. Ja klar, die müssen jetzt wieder nass werden. Ich glaube, ich kann jetzt ein wenig Matsch gebrauchen. Man hätte auch nicht einfach Matsch nehmen können, der draußen rumliegt, oder? Daraus könnte ich.
mache einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. So. Was einmal geklappt hat? Klappt auch gleich ein zweites Mal. Gute Idee. So. Dann wieder ins Bad. Der Schlüssel ist fertig. Und das weitere Prozedere kenne ich bereits. Wir kombinieren die Form mit den unmöglichsten Gegenständen. Wir beeilen uns, den Schlüssel aus der Form zu lösen, damit es endlich vorangeht. Langweilig. Mein eigener Haustürschlüssel. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. So. Renn ich jetzt endlich ins Zimmer rein. Das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? Seltsam. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harv. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, ihre disziplinären Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs. Danke. Sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier. Diese kleine Mistkröte! Ignoriere ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Man kann hier erkennen, hier ist ein Daedalic-Poster. Und das ist, glaube ich, auch ein Poster von eines der Spielen, die Daedalic veröffentlicht hat. Da kommen schmutzige Kleidungsstücke und geheime Naschvorräte hinein. Hey, da ist ja schon mein Tagebuch. Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können. Yippie! Warte mal, wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Endlich können wir seine Unschuld beweisen